So, Leute, da sind wir bei Reunemanns jetzt vor der Tür. Roland ist schon drin. Ich musste gerade noch meine Lampe holen. Roland ist komplett aufgeregt. Wir gehen direkt rein, schauen mal, was es so gibt und wie die Fischchen jetzt aussehen und was wir jetzt hier so Tolles alles mitnehmen können. Ne? Das schauen wir uns jetzt alles an. So, hier wird schon kräftig gepackt hier. Die Paletten sind hier schon alle ready für den Versand für morgen. Naja, schauen wir mal. So, Roland, wo ist Roland eigentlich? Roland! Ach, da. So, also, jetzt haben wir ja gesehen und gehört, wie du die da gefunden und gesammelt hast. Und jetzt wollen wir uns noch mal live angucken. Genau. Die Lampe habe ich geholt. Mir ist direkt der Akku runtergefallen, aber es wird schon klappen irgendwie. Okay. Ja, okay, wo fangen wir am besten an? Wir gucken generell komplett rum, aber wir wollten ja hauptsächlich Afrika-Sachen gucken, ne, oder? Und die sind halt quer verteilt über die ganze Anlage. Also müssen wir eh durch die ganze Anlage gehen. Wir müssen durch die ganze Anlage, weil die Leuchtaugen sitzen teilweise dort, die Salmler sitzen da hinten, die Barsche sitzen da, die Mamiriten, also ist quer. Also wir kämpfen uns jetzt komplett durch die ganze Anlage. Genau. Schön, und nehmen euch dabei mit. So, jetzt schauen wir mal, was wir so alles Schönes finden. Was finden wir denn jetzt hier Schönes? Wo gehen wir denn zuerst hin? Wir fangen eigentlich, das ist die Zwergbundbarschabteilung, Diskusabteilung, Garnelenabteilung und ein bisschen Raritäten. Wir sind ja im Auftrag von Brazzaville hier. Wir sind aus Brazzaville, da dauert es noch da drüben. Ach so, bis okay. Er da hinkommt, das also, machen wir dann selektiv. Also da brauchen wir ja den normalen Wahnsinn brauchen wir ja nicht filmen. Ja, genau. So, Fische Nummer 1 haben wir schon gefunden, oder? Ja, genau. Das ist ein Hylopanchak Stryptopleuron. Das ist also ein sehr schöner Kilifisch, Leuchtaugenfisch aus dem Norden vom Kongo, die dort in solchen Klarwasserbächen mit Pflanzen, Sand und Geröll leben. Sehr kühl eigentlich, also am idealsten so 20, 25 Grad Maximum. Ja, das sind auch nicht so, wie man das vielleicht von Pogatobus oder von Poropanchax normani kennt. Das ist eigentlich eine Art, die mehr so vereinzelt durchs Becken schwimmt. Die Menschen sind auch recht territorial untereinander, aber die werden so super metallisch blau mit gelben Flossen. Also sehr, sehr schöne Tiere. Also für so ein Artbecken mit Kongo-Chromi Sabinae kann man auch ganz gut mit kleinen Kongo-Salmen, also auch Antiakus oder Fantastik zusammenhalten. Die hatten wir auch schon mal, ne? Haben wir ja. Die haben auch genau. Dieses schöne Muster auf den Flossen, genau, genau, auf den Schuppen. Genau, auf den Schuppen. Die haben dieses Fischgrätenmuster auf eine schöne Art. Es ist zwar etwas hochpreisig, weil es halt relativ geringer Stückzahl vorkommen, aber es ist auf jeden Fall ein toller Fisch. Jetzt wieder was du nicht gesammelt hast, aber trotzdem aus Afrika kommt und dazu gehört und sehr, sehr hübsch aussieht. Genau, ne? Genau. Das ist der Tetraodon Pustulatus aus dem Cross River, der Grenzfluss zwischen Nigeria und Kamerun. Das sind Tiere, die früher eigentlich nie kamen. Mittlerweile durch die Nachfrage aus Asien kommen die regelmäßiger, sind aber immer noch sehr hochpreisig. Es gibt mittlerweile auch Nachzuchten davon. Sind das Nachzuchten? Das sind Wildfänge hier. Okay. Und die sind aber wirklich sehr schön. Also es ist ein total durchgeflecktes Tier. Ja. Also da muss man wirklich schon, es gibt Tiere, die sind nur wenig gefleckt. Hatten wir ja auch schon gehabt, ne? Genau. Mit nur so ein, zwei, drei Flecken. Und der hat ja wirklich hier... Der ist wirklich komplett durchgefleckt. Also das ist wirklich ein sehr schönes Exemplar. Nebendran sitzt ein, der ist ein bisschen schwächer gepunktet. Genau. Aber auch schöner. Hier ist noch was Interessantes. Die haben wir im Kongo gefangen. Das ist eine Garnele, möglicherweise Desmocharis. Aber weiß ich nicht genau. Desmocharis? Carilina Desmocharis? Oder? Desmocharis. Ne? Desmocharis trispinosa. Also diese Schwebegarnele, die wir manchmal aus Nigeria bekommen, aber aus Guinea kommen die mittlerweile auch. Also die sind Tiere, die ich jetzt im Kongo selbst gefangen habe. Und es ist interessant, wirklich, dass sie wirklich so in so einer Reihe auf diesem tollen Holz da drauf sitzen und man sie wirklich schön beobachten kann. Ich bin mir halt nicht im Klaren, ob es wirklich die normale Desmocharis ist, weil sie schweben nicht. Also diese nigerianischen, die ich kenne, die schweben die ganze Zeit im Wasser, während die wohl mehr aufsitzen ist. Das kann also auch irgendeine Caridina Art. Die flitzen hier rum und futtern die roten Mücken. Genau, da, ne? Genau. Aber das ist wirklich was Interessantes halt aus Beifisch, so kleinen cool Kilis, ne? Also kleinen Kilifischen, Barben, kleinen Barben, Hutzterzi oder sowas, passt das eigentlich perfekt dazu. Ich sehe Rüsseltiere aus Afrika. Aus Afrika, genau. Gibt es auch im Kongo, aber das sind halt Tiere jetzt aus Nigeria. Also, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir aus dem Kongo spezial, also Roland seiner Reise, gerade ein Afrika-Spezial machen, weil gerade wirklich super viel Afrika-Fische da sind. Unter anderem haben wir jetzt hier eine Garra-Art, sagst du? Oder? Genau. Beziehungsweise also eigentlich sind die kommen als Amphilius. Das ist also so ein Stromschnellenwels aus den schnell fließenden Biotopen in Guinea, in Westafrika. Diese Kaulquappenwälse. Genau, quasi. Ganz genau. Die haben wir ja auch bei uns im Schaubecken mal sitzen gehabt. Und da habe ich es erstmal gesehen, da sind kleine Garras dabei. So ganz interessant, aber möglicherweise Nimbaensis oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ganz interessant, mal solche Garras aus Westafrika zu sehen. Das heißt, wir könnten jetzt hier einen afrikanischen Algenfresser haben. Ja, ganz genau. Für ganz genau. Unsere Afrika-Aquarium 4.0. Genau, genau.
habe ich das gesagt? Das erwarten die, dass wir so eine Erfahrung machen. Das denken die, ne? Wäre super interessant. Also ich kenne die Garas aus dem Kongo, sind extrem gute Algenfresser, werden auch nicht so groß, wie jetzt zum Beispiel große Chylus reticulatus oder die Palsorinchus-Arten, die bleiben deutlich kleiner. Und die zickig? Das weiß ich halt nicht. Das ist das Problem, da ich die noch nie hatte und es die eigentlich auch im Handel nicht gibt, kann ich leider, das muss man jetzt einfach mal ausprobieren. Aber bei Zoobox gibt es die ja. Bei Zoobox gibt es die dann, ja, wenn Zoobox da welche kauft. Und Zoobox macht sowas. Nachdem ich gerade was mit Rüssel gefunden habe, habe ich jetzt was ohne Rüssel, ja, Roland. Ja, Hydrocephalus. Also das sind so ein Schwarm-Elefantenfisch, auch aus Guinea, die auch tagsüber aktiver sind. Aber wenn sie sich verstecken können, verstecken sie sich. Aber es ist eine sehr, sehr tolle Art. Es ist halt ein toller Beifisch zu den ganzen großen Wallaceochromis und solchen Arten. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Vertragen die sich so in der Gruppe wirklich, ja? Die vertragen sich in der Gruppe, ja. Also das Problem ist ein bisschen, es gibt Arten, die sind gegenüber anderen sehr aggressiv, aber scheint bei denen jetzt nicht der Fall zu sein. Genau. Das müssen wir halt mal gucken. Ne? Sind das die wir schon mal hatten? Nee. Das ist die Frage. Ne? Wir haben den ganz. Nee, der Red kommt noch. Den haben wir auch da, diesen roten. Der ist da, ne? Dieser rote, wo so ganz ohne. Aber auch da sind zwei Arten mindestens drin, glaube ich. Ne? Also wir hatten mal so ganz silberne, die sind ziemlich aggressiv, aber die, was als Bofi verkauft wird, mit diesen schwarzen Markierungen an der Rückenflosse und Afterflosse, die ist, glaube ich, friedlicher. Roland, aus Nigeria? Aus Nigeria, Mikrosynodontis? Ja. Mikrosynodontis wird hier als Batesi bezeichnet. Will ich jetzt nicht sagen, glaube ich nicht, dass es Batesi ist. Wahrscheinlich einer von den unbeschriebenen Arten. Ich steige hier durch den Surfergang, wo du zuletzt in cool, Mallorca warst. Ich muss mir ein jugendliches Image geben. Ne? Ah, okay, ja, okay. Ich merke das schon. Also, Band, ja, Mallorca, Brille China. Geil, ne? Es hat so einen Zwergsynodontis, der wird ein Drittel noch größer. Also so 6, 7 cm? Ja, also wirklich schön, auch in kleinen 60er Becken zu halten. Ganz, ganz tolle Art. Und sind die finden Licht aber auch nicht so toll, ne? Die finden Licht nicht so toll, ne? Ja. Also eher so was Dämmerungsaktives. Ja, genau. Dann kommen die raus abends zum Fressen, ne? Wenn man abends füttert, dann sind die unterwegs, die Jungs. Aber sehr lustig aus. Schöne, ja. Schöne Zeichnung auch. Schöne Zeichnung, ne? Und werden halt nicht groß. Das ist halt das Tolle. Im Vergleich jetzt zu den normalen Synodontis-Arten ist das wirklich eine gute Sache. Für größere Aquarium, diese Dyscoschotus affinis vom Lefini River, die haben diese ganz ungewöhnliche Nachtzeichnung. Das heißt, jetzt haben sie schon an, wenn wir früher gekommen wären, hätten wir das gesehen. Dann die haben diese rot-schwarze Barrenzeichnung drin. Die man nur sieht, wenn es Licht aus ist. Wenn es Licht aus ist oder morgens. Ne? Also die brauchen relativ Zeit von dir, um sich von der Nachtfärbung. Da hinten ist einer. Ja, da hinten ist noch einer, ja. Das ist halt, wie gesagt, was für größere Becken, die gehen auch an Pflanzen. Das ist wirklich so ein Spezialistenfisch eigentlich. Das ist so ähnlich wie mit den Bonkausia hexastichos oder sowas, ne? Ja. Die waren ja nachts auch immer dunkelrot, ja. Wenn wir das Licht angemacht haben. Und in dem Moment, wo dann Licht da war, zack, waren die auch nicht mehr so schön rot. Ja, ja. Ich sehe da oben aber schon das nächste. Ja. Das ist einer, den ich besonders mag, glaube ich. Ja. Wenn er jetzt Teugis heißt, dann ist es der richtige. Nicht Teugis, das ist Sexfasciatus. Ach so, okay, dann habe ich wieder keine Ahnung. Okay, du erzählst. Das ist die Show des Sexfasciatus. Teugelti hätte nicht diese Fleckenzeichnung. So und sieht hat auch eine zweigeteiltere, also die Färbung ist da zweigeteilt. Das ist jetzt Sexfasciatus aus dem Lac Mai Ndombe, Zentralkongo. Auch eine sehr schöne Art, wird nicht wesentlich größer, geht an bestimmte Pflanzen, geht nicht an alle Pflanzen, aber an manchen Pflanzen geht er. Wird halt so ganz grün mit diesen Flecken, den irisierenden Punkten. So eine ganz tolle Art. Aber es sind jetzt nicht zwei verschiedene Sorten drin. Das ist nur eine Sorte. Weil jeder so ein paar dunkel Gebänderte? Ja, aber das ist stimmungsabhängig. Achso, nee, die haben auch die Punkte, wenn man sieht. Ja, die haben es ganz genauso. Ne? Teugelsi wäre oben braun und dunkelbraun, aber diese Grünzeichnung ist nur beim Sexfass. Nee, grün ist doch, der Smaggrün, war das nicht beim Teugelsi? Nee, Teugelsi ist unten grün und oben gelb. Er hat aber nicht diese Zeichnung. Er hat nicht die Punkte. Ja. Aber schön. Also, das ist ein Epiplatys, der aus Guinea kommt, Wildfänger. Das sind aber wahrscheinlich, so wie ich sehe, zwei verschiedene Arten drin. Der wird hier als Sexfasciatus bezeichnet. Bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich Sexfasciatus gibt und ob Sexfasciatus überhaupt dort oben vorkommt. Also das müsste ich nochmal nachgucken. Aber es sind wirklich schöne, relativ große Tiere, die man auch gut wirklich in den Westafrika-Becken, auch gerade so mit Wallaceochromis und den Sachen prima zusammenhalten kann. Die sich auch durchsetzen dann gegen die Buntbarsche, aber auch gegen Salle stecken sie jetzt natürlich mit dem vielen Licht. Das ist ein Brachialestis bimaculatus. Wenn die wenigsten von euch jemals gehört haben, ist eine Art, die eigentlich im Kongo relativ weit verbreitet wird, aber nie exportiert wird, weil einfach die Leute dort nicht hinkommen, wo die Tiere vorkommen, obwohl die weit verbreitet sind. Aber ich sehe sie jetzt das zweite Mal in meinem Leben. Also ich habe die mal in Gabun gefangen. Ist halt was für Großaquarien. Wie groß werden? Ist fast ausgewachsen. Ich glaube nicht, dass sie noch größer werden. Aber bewegen sich viel. Ja, es sind halt sehr hektische Fische. Ne? Da gibt es immer mal Liebhaber, die sich da immer mal so einzelne Tiere rausgefischt haben bei irgendwelchen
irgendwelchen normalen Phenacocomus interruptus oder so. Aber so, dass sie mal so im Schwarm komplett gefangen wurden, das erste Mal jetzt. Ja, schöne Gruppe, ne? Ja. Ist das so ein Zwerggradensalmler? Oder? Ja, ist ein Gradensalmler, also ein Neolebias, wie so ein Distichotus. Das sind jetzt Tiere aus dem Kongo, die sind also relativ hochrückig. Das sieht man auch schon bei manchen Menschen, die fangen schon an umzufärben, werden hin so ganz aber rot. Aber das ist nicht der, der so richtig knallrot wird, oder ist er das? Nein, da ist er nicht. Den richtig knallrot gibt es nur in einem Fluss in Kamerun. Die sind auch schlanker. Also deswegen sieht man das schön. Also diese kongolesische Art, die jetzt aus der Republik Kongo, die sind relativ hochrückig, werden aber auch der ganze in der Schwanzstiel und der Schwanzwurzelbereich wird feuerrot in der Laichzeit. Auch ein ganz unkomplizierter, schöner Fisch eigentlich. Muss halt ein bisschen geduldig sein, dass man die Farbe dann sieht. Ja, manche zeigen die ja schon so ein bisschen. Ja, ne? Genau. Manche also, Menschen fangen hinten am Schwanzstiel, haben schon die Farbe. Ja, das setzt sich dann über dem Rücken. Auch so ein leuchtendes Rot. Genau, ne? Genau. Die stechen schon raus. Wir hatten ja mal welche, wo die, habe ich so ein Bild vor dem blauen Filterschwamm gemacht, der knallerot war. Das kann man ja mal dann dazu stellen. Ne? Du musst noch haben? Hab ich. Das ist was auf den ersten Blick gar nicht speziell aussieht. Aber? Ja. Das ist eine unbeschriebene Alestopetersius-Art aus dem Lefini. Der wird so immer mit Alestopetersius caudalis vermischt. Wobei das ja noch ein weiteres Problem ist. Das heißt, unsere, was wir als Alestopetersius caudalis bezeichnen, ist in Wirklichkeit Tumbensis. Weil der echte Caudalis ja nur im Kongo, in der Kongo-Mündung vorkommt. Und jetzt gibt es halt noch einen Fisch, der optisch im ersten Moment aussieht wie der Caudalis, kommt aber aus dem Lefini und hat eine etwas andere Schwanzwurzelzeichnung. Und das sind diese Tiere. Also die sind eigentlich auch sehr selten, diese Art aus dem Lefini. Der wirkt so blau, im Körper ganz blau und kriegt hinten dann so auch der Schwanzwurzel so gelbe Flecken. Das heißt, also so ganz blau ist jetzt eher nicht so ein Neonblau, sondern so ein Shiny Blau. So ein ne? Shiny Blue, ja, genau. Das ist Alestopetersius nicopterus aus dem zentralen Kongo. Die gab es jetzt auch 2-3 Jahre lang schon nicht mehr. Die sehen jetzt im Augenblick noch nicht nach viel aus, aber man sieht an den großen Menschen schon hier. Also sie kriegen so ganz lang ausgezogene Rückenflossen, die so orange-gelb werden. Und der Körper wird auch so bläulich-rosafarben. Das ist eine ganz tolle Art. Die gab es jetzt 2-3 Jahre haben wir die nicht mehr gehabt. Ne? Also sie wurden kaum, stimmt, ja, 3 Jahre kaum exportiert. Und wir hatten mal ganz tolle Tiere. Wir hatten im Schaubecken haben wir so einen toll ausgefärbten Mann gehabt. Ne? In dem großen Afrika-Korn genau, damals. Genau, genau. Ja. Also da muss man Zeit haben, muss ihn Zeit lassen. Die brauchen stark bepflanzte Aquarien. Ja. Und dann ist der richtig und schon schön. So ein halbes Jahr, ja, genau, dass sie sich wirklich richtig einleben, ja, richtig die Flossen ausbilden. Und dann sehen die auch wirklich krass aus. Ne? Genau, genau. Und es war jetzt, als ich halt im Kongo drüben war, in Brazzaville, habe ich die halt angesprochen, ob sie nicht jemanden da in Nyoki anrufen können, dass sie uns die Fische bringen und die haben die dann von der Öben uns rübergebracht. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Art. Ja. So, nachdem wir jetzt Mittagessen waren und frisch gestärkt in Roland, was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes, okay, ja. Also, das ist so ein Fisch, den haben wir vor, als ich das letzte Mal im Kongo war, 2019, haben wir davon 3 Tiere gefangen. Wenn man die frisch fängt, in der Originalzeichnung, dann sieht er aus wie Alestopetersius bleeri. Also stahlblauer Körper, weiß-schwarze Flossen. Und es hat jetzt seit 2019 eigentlich gedauert, dass da mal Fische kamen. Wo ich dort war, haben wir auch nur 1 oder 2 davon gefangen. Und als ich jetzt weg war, sind die Jungs nochmal hingefahren und waren wohl 1 oder 2 Nächte dort. Und dann haben wir das erste Mal eine größere Menge davon gefangen. Wie gesagt, den nennen wir jetzt nicht Alestopetersius bleeri, weil es sicher etwas anderes ist. Denn wir nennen den Phenacogrammus spezen doba, weil der Fänger, der die als erstes gefangen hat, mit Familiennamen Doba heißt. Und das ist ja wie bei dem Phenacogrammus aurantiacus ringo, benennen wir immer unten im Kongo den neuen Kongo-Sander immer nach dem Fänger, der die als erstes gefangen hat. Das ist also der spezen Doba. Muss man ja hoffen, dass einer nicht 2 fängt. Der muss seinem Kollegen das übergeben. Das ist kongolesische Solidarität. Ne? Ah, ja, okay. Kostet den aber Bier und dann. Bist du dir sicher? Nein, bin ich gar nicht sicher. Das Interessante, der hat so ein ganz schwarzes Auge. Mhm. Das heißt, da gibt es noch eine andere Art aus dem Lefini, die auch dieses schwarze Auge hat. Aber das ist das Besondere. Aber ihr werdet dann Bilder sehen, als die Fische frisch gefangen waren. Also es ist eine unglaubliche Farbenpracht, was sie zeigen. Die jetzt natürlich in diesen nackten Becken gar nichts sind. Die brauchen halt auch wieder Zeit, damit sie sich umfärben können. Mich hat es wirklich gewundert, dass sie diese Mengen gefangen haben, weil beim ersten Mal 2019 habe ich 3 gefangen.
Das letzte Mal habe ich einen gefangen unterwegs, wo ich dabei war. Und dann nochmal an einem anderen Ort, glaube ich, nochmal drei. Und jetzt auf einmal haben sie gesagt, sie haben die Menge, die ihr hier seht, bekommen. Also jetzt hast du gesagt, da kommt wieder was Besonderes aus dem Kongo. Genau. Da habe ich gesagt, den kenne ich. Du, ja, ganz genau. Vor allem lustig ist, ich habe sie ja so kennengelernt, wie sie da oben gerade so zu schwimmen sind. Die Kleinen, ne? Mhm. Ja, ja. Und als wir sie da abgegeben haben, haben sie ca. 20 cm gehabt. Ja, genau. Das ist also Pricinus Poptae. Das kann auch sein Brachialestis Poptae. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Das ist also eine ganz so große Art. Da habe ich im Mambili Tiere gefangen gehabt. Und das sind jetzt Tiere, die etwas südlicher wohl gefangen wurden als im Mambili. Aber wie gesagt, es hat eine große Art, aber eine tolle Art. Als sie bei uns im Shopping sah die klasse aus. Ne? Ja. Das Interessante haben bei denen. Haben auch gar keinen Stress gemacht und gar nichts. Nee, gar nicht. Das Tolle ist halt, wenn die frisch gefangen werden, haben die oben auf dem Kopf diesen blauen Fleck. Haben die jetzt auch. Haben Sie jetzt auch? Mantides, Mantides. Ah ja. Das also, geht leider später bei uns im Aquarium verloren. Nee. Also, haben die auch? Also sagen wir mal so. Es war nachher so, dass man das gar nicht mehr so doll gesehen hatte, ja, wenn man die im Aquarium hatte. Hat man aber von oben auf die Wasseroberfläche geguckt, auf die Fische drauf, konnte man immer, sah immer aus wie so ein Skarabäuskäfer, habe ich gesagt. Ja, Das sah immer aus wie so ein Käfer, wie so zwei Flügelblätter und vorne dann der Kopf. Also der blaue Fleck ist schon sehr, wie sagt man gleich, ne? Sehr markant. Ja, genau. Ja. Toller Fisch, ich mag die total gern. Jetzt haben wir mal ein paar bekommen. Es ist halt schwer zu transportieren dort im Kongo, weil die halt sehr schockempfindlich sind und die das meistens nicht so überstehen. Ne? Deswegen finde ich eigentlich toll, dass wir jetzt mal in den Park gekommen sind jetzt. Ja, ich schätze auch, dass die Kleinen deutlich leichter sind als die Großen. Ja. Ne? Ja, ja. Aber kein Kongolese würde den Großen zurückschmeißen. Gibt ja auch Geld, ne? Ja. Ist ja nicht sein Problem mehr. Aber die kriegt er wahrscheinlich nicht so einfach. Ja, also die werden nachts gefangen mit großen Taschenlampen und da schwimmen da Mengen davon und es gibt noch mehr Mücken und es ist als noch... Als die bei uns im Show waren, zu groß geworden, dann haben wir die ja auch gefangen. Auch nachts wir hatten ja auch alles mögliche probiert, haben die gar nicht rausbekommen. Ja. Und dann sagtest du ja, dass die eigentlich immer nachts gefangen werden, im Dunkeln. Und dann habe ich das probiert und das hat wunderbar funktioniert. Ja. Mhm. Es geht wahrscheinlich bei den meisten Salmonen, ist das ist unproblematisch. Also zumindest bei diesen Oberflächenstehenden. Das ist ja schon ein Fisch, der auch relativ stark an der Oberfläche steht. Also da hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Jetzt haben wir ja gerade schon die Kleinen vorne gehabt, ne? Ja, aus Guinea. Und aus Guinea. Ja. Und jetzt kommen die wir eigentlich schön finden. Ja. Nämlich die roten, ne? Ja, genau. Also die haben so eine rotbraune Körperfärbung, die mega Hektiker. Die leben halt, ich war in dem Biotop Schnorcheln gewesen. Die leben also so auf 2 Meter Tiefe etwa. Also ihr habt das Video ja gesehen. In diesem dunklen Bad, da leben die. Ne? Also in der Uferbüschung unter den Hölzern und wo der Fluss sich in die Uferbüschung eingegraben hat, da leben die drin. Ist eine relativ kleine Art, die wird die größten Tiere, die wir damals mal hatten. Wie heißt die nochmal genau? Petrocephalus spez. Das ist eine unbeschriebene Art wahrscheinlich, aber und der ist noch gar nicht so groß. Genau. Ich weiß noch, dass wir den bei uns im großen Afrika-Aquarium hatten. Da waren die und dann haben wir 6, 7 Zentimeter. Ja, und wir dachten immer, die sind weg. Ja. Und dann irgendwann waren sie einfach beim Futtern da. Genau. Wir haben die ja nie mehr gesehen, dann waren die einfach verschwunden. Ja. Und dann irgendwann, keine Ahnung, nach einem Jahr oder anderthalb, auf einmal schwimmen diese kleinen Elefantenfische da rum. Mega lustig, also wirklich ganz toller Fisch auch. Aber das Beste kommt jetzt erst. Das allerbeste. Der beste Elefant. Das allerbeste. Jetzt mit Roland im Spotlight. Direkt daneben. Ist ein Traum in Erfüllung gegangen wieder einmal. Da warte ich schon seit 4 Jahren drauf. Also schon ewig schon 3 Jahre. Ich glaube, als du bei Zoobox angefangen hast, das allererste Mal im Kongo warst, hast du gesagt, wegen dem Fisch fahre ich dahin. Ja. Und dann war ich so drauf und dran gesagt, okay, wenn du diesen Fisch kriegst, will ich ihn haben. Und jetzt kriegt er welche. Und jetzt kriege ich vielleicht welche. Kriegst du, ja. Und dann hau mal raus. Also das ist eine beschriebene Art, das ist ein Polymyrus schrieni. Das ist also der einzige meines Wissens Elefantenfisch, der in dieser Rundnase, die so toll gefleckt sind. Kann man auch schön erkennen auf dem Hintergrund von dem Sand. Ja, aber ich zeige euch mal, wenn wir die Dose hochnehmen. Da sind noch ein paar mehr drin. Schaut euch das an. Hey. Das ist natürlich die Schau. Ja, also für einen Elefantenfisch unglaublich. Und wir hatten ja mal diesen ganz weißen, ne? Ja. Und jetzt haben wir sie wirklich schön gescheckt, ne? Also Polymyrus schrieni heißt der. Der wird so orange-beige, ist die diese, genau, genau. Diese Färbung, kommt immer drauf an, also wie die halt. Die ersten Tiere hatte ich damals, als ich im zentralen Kongo war, das war 1996. Da waren die Fischer nachts unterwegs und haben mir davon 3 Tiere gebracht auch, ne? Und ich habe jetzt im Laufe der Jahre in dem anderen Kongo, in der Republik Kongo, immer mal auf jeder Reise 1, 2 Tiere gefangen, die aber irgendwie nie in Holland angekommen waren. Und jetzt auf einmal sind mal mehr als 10 Tiere gekommen. Also ganz fantastische Tiere. Roland hat gesagt, hier ist noch mal was Neues. Ja.
Das ist ein Afyosemion aus Nyoki, also aus dem zentralen Kongo, wo die Babussulstätze herkommen, Kongo Grom ist. Das ist eine Form, die in der Nähe von Cognatum steht, also ein Afyosemion Cognatum mit so gelb-orangenen Flossen hier. Eine schöne Art. Also das Besondere an der Art ist, dass wir eigentlich aus diesem Gebiet normalerweise gar keine Afyosemion oder Epiplatys bekommen. Also die Leute sind ja gar nicht darauf eingestellt. Die Fische werden nicht bestellt. Und ich habe jetzt halt diesmal, als ich unten war und die Phenacogrammus oder Alistopetersius Dicropterus haben wollte und Babus holstertii, habe ich halt gefragt, ob sie nicht auch mal Afyosemion mitschicken können. Das habe ich vor 5 Jahren schon mal gemacht gehabt. Da kam auch diese Art. Das heißt, wie gesagt, das ist ein Cognatum-Verwandter aus dem zentralen Kongo. Das ist halt was mehr für Kilifischliebhaber, für die ganzen Spezies. Ich habe jetzt mittlerweile so mein Interesse wirklich für afrikanische Wälse gefunden. Also speziell diese langgestreckten, die aussehen wie so Loricaria-Arten. Und da habe ich überall, wo ich jetzt hinfahre, gucke ich vor allem nach solchen Loricarias. Der Loricaria-Verband, das ist wahrscheinlich eine Bellonoclanis oder Tytotariclanis-Art. Da weiß ich leider, kann das leider nicht wirklich sagen, aber super, super interessante Tiere. Das sind Tiere aus dem Likuala, die wohl ausgewachsen sind. Dort sitzen die auf solchen Vivalisnerien-ähnlichen Pflanzen in der Strömung und fressen dort auch. Also bei uns geht es halt nicht. Die müssen sich daran gewöhnen, dass sie vom Boden fressen. Und fressen dann Lebendfutter. Bei mir kommen die Wasserflöhe, Tubifex. Im Prinzip alles, was auf dem Boden liegt, fressen die weg. Später gehen die auch sicher mal an Frostfutter, an Tränen und solche Sachen. Ganz tolle Tiere. Aber wie gesagt, ich kann halt nicht wirklich sagen, was es ist. Ob das jetzt eine Trachyclanis-Art ist oder ob es eine Bellonoclanis-Art ist. Wer kann uns das sagen? Niemand. Schön. Ja. Wir forschen weiter. Genau. So ein bisschen aus, als wenn die auf dem Sand leben. Genau, nicht. Ne? Sie leben auf Blättern. Ja, ja, aber es sieht von den Barteln am Genau. so aus, wenn sie den Sand wie so Korridoras, die den Sand so durchwühlen. Ne? Ja. Spannend. Ja. Extrem schön. Okay, also, das ist Channa obscura, das ist einer von den groß werdenden Schlangenköpfen aus Afrika. Die werden normalerweise in großen Mengen aus Nigeria exportiert und aus dem Kongo eigentlich sehr selten. Das ist jetzt noch eine seltenere Fundortvariante aus der Republik Kongo. Möglicherweise ist es auch eine andere Art, Insignis, das wissen wir nicht. Aber ich sehe keine, ich kann gerade keine finden. Das war der eine, ne? Da müssen einmal theoretisch 100 Stück da. Ne? Aber einen habe ich hier ein bisschen. Einen hast du ja. Ja, okay. Da hat es direkt verzogen. Wie groß werden die? 60 cm. Wie groß? 60. Sag doch mal 60 cm. Ah, okay, danke. Du wärst auch ein guter Angler geworden. Ein guter Angler geworden, ja. Aber denk schon. Die Fische sind mir eher zu klein beim Angeln, deswegen habe ich es auch. Ich gehe in die Aquaristik, da gibt es größere Fische. Ach so. Ich vermisse ja noch Barsche, ne? Ja, die kommen da jetzt. Sogenannte Zwergbuntbarsche. Da oben sitzt nämlich Jatos. Ah, von Makua? Ja. Ja, das sind Nachzuchten. Warum ist die Mediatus nachzuchten von unserem gemeinsamen Freund? Haben wir Freunde? Also ich ja. Boah, Lungfisch. Wow. Schöne Tiere, die Mediatus. Lungfisch, Roland. Ja. Sind Lungfisch auch ganz witzig? Ja, sehen sie. Wo kommt der her? Südamerika? Nö, das ist wahrscheinlich auch ein Kongolese. Und wie heißt der? Protopterus annectens oder Protopterus doloi. Kann man gar nicht so auswendig nicht sagen, aber interessante Art. Aber ich glaube, die Flecken, ja. Aber die Frage ist, ob der diese schönen Flecken behält oder bei den Behälter, ja, die Behälter. Also, und wenn er einen Meter groß ist, spielt es auch keine Rolle mehr. Ne? Aber hübsch und der ist ja ganz friedlich eigentlich, ne? Total, ne? Was ist der? Boah, Würmer, Frostfutter. Aber Fische ja nicht, ne? Ja, klar, wenn er Fische kriegt, frisst er auch Fische, klar. Aber schön, ne? Oh, mega. Ich hätte gerne einen Lungfisch, Roland. Ja, dann mach den doch. Wollen wir den mitnehmen? Ja. Für unser neues Afrika-Aquarium. Nein! Warum nicht? Weil der die anderen Fische frisst. Ich denke, der frisst keine Fische. In der kleinen Größe nur nicht so, ne? Da fressen die Schnecken und Würmer und... Aber wenn der groß wird, frisst er alles. Okay. Und den, Parananochromis spez liquala. Parananochromis spez liquala. Ja. Die hatten wir schon mal, Roland. Ja, hatten wir und haben bei uns auch schon mal nachgezüchtet als erstes. Das ist halt so ein Barsch, den man normalerweise, der ist ganz weit verbreitet in der Republik Kongo, aber man kriegt meistens nur ein oder zwei Tiere. Und jetzt ist das erste Mal seit 5 Jahren ist mal eine größere Gruppe wieder gekommen. Also sind wirklich sehr seltene Tiere, wobei ich einfach noch nicht rausgefunden habe, was das Besondere ist. Warum die halt nur immer nur vereinzelt auftreten, was der Grund dafür ist. Aber das sind zwei große Tiere da.
ein großes Männchen. Ein Zuchtpaar. Ja, ein Zuchtpaar. Ist wirklich ein großes Weibchen, ein großes Männchen. Ich erkenne einen Schwanz. Ganz genau, ganz genau. Hast du mir damals schon mal erklärt? Ja, genau. Die sehen ja jetzt hier noch gar nichts aus eigentlich. Ja, aber die kriegen halt, schon ja, die werden schön. Die kriegen diesen roten Saum hinten drin. Also ist schon eine sehr, sehr schöne Art. Guck mal, der hat mal ein Zuchtpaar mit seinen Jungen gefangen, ne? Ach, wahrscheinlich, so eine Familie. Ja, so eine Familie. Oder schwimmt auch ein Kongo-Chromis dazwischen, sehe ich. Zu wem gehen wir weiter? Zu den Kongo-Chromis. Sind die hier? Ja, das sind die Kongo-Chromis. Sabinae von Bunchi. Das ist ein neuer Fundort, den ich vorher auch noch nicht kannte. Und die sind eigentlich sehr, sehr farbig dort, die Tiere. Da zeige ich euch Wildfangbilder. Was heißt farbig? Das hier hat ganz kräftig orange-rot. Das sind die? Ja, das sind die. Das sieht hier jetzt noch nichts aus, aber wenn ihr die Bilder gesehen habt, was ich auf Facebook und Instagram stehen habe. Facebook und Instagram. Meinst du das letzte Video? Das letzte Video? Ah. Okay. Ja, also es sind ein paar gekommen, leider nur. Die habe ich teilweise auch selbst mitgefangen, die hier dabei sind. Das ist halt eine etwas mühselige Arbeit. Die leben den Biotopen, das habt ihr ja gesehen, mit diesen tollen Seerosenbeständen. Da leben die drunter. War das da, wo du so im Wasser gestanden hast? Wo ich ganz im Wasser drin stande, genau. Da musst du halt sagen, was du machen willst. Da habe ich gar keine aufgeschrieben. Alle. Okay. Und die nehmen auch alle mit. Die nehmen wir alle mit. Wir wollen doch niemandem die Chance geben, die zu erhalten. Genau. Moment, wir wollen allen Leuten die Chance geben, die zu bekommen. Aber sie müssen nicht beeilen. Also müssen nicht beeilen. Und hier haben wir noch Kongo-Chromis CF Sabinae, also dieses sogenannten Green Speckle aus Nioki. Green Speckle also heißen die, warum? Ja, wegen dem Fleck. Der Uli Schlieben hat die damals wegen, weil der Fleck im Prinzip sich auflöst. Das heißt, der kriegt, das ist wie so ein Komma, was sich nach oben zieht. Der echte Kongo-Chromis Sabinae hat nur diesen Fleck, die Weibchen am After. Und die Nioki haben wie so ein Komma, was sich so hochzieht. Dadurch kann man sie unterscheiden. Deswegen ist die ganz Weibchen wichtig, haben das dann? Nur die Weibchen. Die Menschen kannst du nicht unterscheiden. Deswegen ist ganz wichtig, dass wenn man die Population bekommt, dass man die wirklich richtig bezeichnet und nicht anfängt, untereinander zu kreuzen. Weil die sind wirklich zwei verschiedene Arten. Ja, das sieht man eigentlich schön da, ne? Ja, genau. Da kann man es gut erkennen das jetzt, sieht ne? Ganz gut, ne? Genau. Die haben diesen hochgezogenen Fleck wie so ein Komma, während die Sabinae, die echten Sabinae aus der Republik Kongo, nur, ganz kleinen Punkt nur einen ganz kleinen Punkt am After haben, ja. Schön, und dann sind wir durch, war letzter Gang. Durch, ja. Das war's. Jetzt haben wir quasi uns die ganzen tollen Afrika-Fischchen ausgesucht. Morgen früh, ich weiß nicht, ob wir das auch noch aufnehmen, mal gucken, wie wir drauf sind, werden wir die ins Auto packen und dann bringen wir die nach Remscheid und dann kommen wir in unsere Quarantäne. Da geben wir die schön ein und dann, wenn ihr das Video seht, könnt ihr die wahrscheinlich schon käuflichst erwerben. Oder? Ja. Willst du noch Tschüss sagen und winken? Ciao.